powered by Unity. Andriy Vintisevich, Game Designer und Independent Game Developer. For more info, visit vintisevich.com. Wähle eine Sprache. Und natürlich wählen wir, also moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und zwar spielen wir mal wieder ein Spiel, was wir nur ein oder zwei Tage spielen. Und zwar Gynophobia. Das ist übrigens die Angst vor Muschis. Also, glaube ich zumindest, dass das so war. Fortfahren geht nicht. Ich habe jetzt nichts gemacht. Wir können mal in die Optionen reingucken, was es hier für Optionen gibt. Diese Spinne hier, ich weiß nicht. Hallo? Oh, da, Grafikqualität, gut. Sehr gut. Fantastisch. Schnellste. Nein, wenn, dann stellen wir sie schon auf fantastisch. Auflösung, Sichtfeld, ja, 90 Grad. Musiklautstärke machen wir mal ein bisschen leiser. Texturqualität, Maximum. Gewatt gezwungen, aktiviert, ja, nee, gut. Das geht. Dann machen wir einfach mal ein neues Spiel. Fortschritt gespeichert, was auch immer das bedeutet. Und gucken wir mal. Ja, laden. Okay. Ja. Ist eine trostlose Nachbarschaft, würde ich sagen. Und, abgesehen davon, dass F zum Benutzen. F? F? Hallo? F? Wie F zum Benutzen? Warum liest Mama so ein Buch? Potion Recipes. Können nichts öffnen? Da liegt ein Schlüpper. Oh, ein Oma-Schlüpper. Mm, oh. Können wir uns ducken? Oh ja, wir kommen näher ran. Oh. Warum können wir den Besen benutzen? Und boah, die Maus-Sensitivität ist extrem. Und da liegt ein platter BH. Ja, so platt habe ich die auch noch nicht gesehen. Leer, ein Buch. Okay. Gut, was haben wir da? Gynophobie ist die krankhafte Angst vor Frauen. Ah, also nicht vor Muschis, sondern vor dem, was dranhängt. Hey, was liegt denn da? Black Rock Corp. Linda Blackthorn. Na, die klingt doch wirklich kriminell, die Alte. Komm hier, ein Lab. Okay, sind wir das, der kleine Junge? Und das ist die Mutti? Aber warum... Au, die Tür hat mich gehauen. Boah, also diese Maussensitivität ist ja schon sehr hoch. Ein paar Schuhe. Da können wir durchgucken. Okay. Ist nix. Das soll angeblich ein Horrorspiel sein. Wer ist denn das? War der schon drin in dem Rahmen? Und, was denn? Achso, wegen dieser kleinen Spinne. Oh, wie süß. Wir können uns nicht... Die Spinne hat eine Restraining Order gegen uns. Wir dürfen uns ihr nicht mehr als einen Meter nähern. Komm, hau ab, Spinne. Hau ab. Was ist denn der Besen, wenn man ihn mal braucht? Komm, Besen. Besen. Hallo, Besen. Besen. Habe ich ein Inventar? I? Mausrad? Keine Ahnung. Ja, gut. Dann machen wir halt die Tür auf. Shadow Peak. Dead Hunger. Press Enter to play. Was? Jetzt. Spiel im Spiel oder war das hier los? Laden. Fortschritt gespeichert. 1, 2, 3 zum Wechseln in der Waffe? Messer? Pistole? Was ist denn das für ein Shooter auf einmal hier? Hä? Knickknack. Okay. Ich weiß nicht, was wir... Hä? Was wir gemacht haben, aber auf einmal spielen wir einen Shooter im Spiel. Ich dachte, das geht jetzt um Angst vor Frauen. Also Muschi-Angst, sozusagen. War hier hinten noch was? Warum springen wir eigentlich so flach? Whoop. Whoop. Ah, ich muss länger gedrückt halten. Whoop. 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 What? Das macht Geräusche. Habt ihr das auch gehört? Ja, und da war das Spiel kurz rausgetappt. Was? Alter, halt die Schnauze. Sehe hier nix. Hör nur was. Bleib lieber hier oben. Stirb, blöder Zombie. Ah! Ja, genau, was man machen sollte. Man sollte alle Munition verballern. Lasst euch messern. Ah!
Warum piept das alles so? Diese Geräusche. Ich bin ein Zombie. Ich rede immer so. Tut mir leid. Ich habe mir gerade irgendwie was gebrochen. Also, Spiel im Spiel. Gut, aber eigentlich wollte ich hier ein Spiel spielen, wo es um Frauenangst geht. Und ich meine jetzt nicht Menstruationsängste oder so. So, endlich haben wir wieder Munition. Was? Woher weiß das Spiel, mit welcher Taste ich standardmäßig nachlade? Oder hat es jetzt gar nicht auf die Taste reagiert, die ich gerade gedrückt habe, sondern standard einfach defaultmäßig nachgeladen? Wer weiß. Headshot. 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 Halt doch die Schnauze, Junge. Doch, tatsächlich. Das Spiel benutzt die Taste. Ich benutze immer Bild nach unten zum Nachladen. Immer. Jedes Mal. Und das Spiel macht das automatisch. Woher weiß das Spiel das? Hat das Spiel mich ausspioniert? Ich gucke mal nebenbei auf die Uhrzeit, um zu sehen... Z-Fighting? Für ein Unity-Spiel ganz normal. Liegt da unten. Munition. Hier ist auch wieder Munition. Nicht schnack. Lauf. Au! Fuck! Nein! Warum klicke ich denn auf Neustart? Dieser Kack-Zombie da unten hat mich umgebracht. Der chillte im Wasser. Ja. Halt doch die Schnauze. Jetzt woanders längs. Kannst mich mal. Ja. Red Deutsch mit mir. Ich hab das Spiel auf Deutsch gestellt. Ja, hören wir die Zombies auf Deutsch sagen. Gehirne. Aber immerhin ganz lustig, dass die Zombies mich erst hören, wenn ich auch tatsächlich Geräusche mache. Die verstecken sich immer irgendwo im Wasser oder so. Ah, und ich bin tot. Haha. Was? Wie jetzt? Ich muss dieses Spiel durchspielen? Hä? Was ist denn jetzt los? Ich will doch wieder zum Hauptspiel zurück. Hä? Muss ich dieses Spiel mit den Zombies jetzt spielen? Ich dachte, wir haben Angst vor Frauen und nicht vor Zombies. Kann doch wohl nicht angehen. Also Tipp Nummer 1, sich immer möglichst weit weg von den Viechern aufhalten. Alter, wo seid ihr? Jungs? Jungs! Steckt ihr? Ist das eine Tür? Können wir da durch? Jungs! Könnt ihr immer bitte... Nein, der Griff ist zu flach. Vor allem, wo sind die? Also da drin sind die, das weiß ich. Nö. An euch laufe ich jetzt vorbei. Ich bin doch nicht blöd. Guck mal, ob ich hier einfach weiterkomme, ohne euch alle zu töten. So, hier war Munition. Schlickschlack. Der hier ist schon tot. Und das Health da unten nehme ich nicht, weil da schwimmt einer im Wasser und versteckt sich vor mir. Und scheinbar haben die einen begrenzten Radius, in dem sie hören. Was? Ja, du da. Kommt der nächste. Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Ah, 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 ah. Könnt ihr bitte alle in einer Reihe laufen? Danke. Gut, hehe, das war's. Alle Zombies tot. Ja, waren wir hier schon? Ja, hier war ich schon, aber da drin war ich nicht. Okay. Bum, bum. Energie! Yay! Kann ich speichern irgendwie? Kann ich hier irgendwie... Nein, nur Neustart. Spiel wieder aufnehmen. Ja, genau. Nehm einfach das gleiche Menü und pack irgendwo einen Button hin. Aber mach keinen Rand drum. Nee, warum auch?
Warum leuchten diese Müllsäcke so im Dunkeln? Scheint ein recht linearer Level zu sein. Und eigentlich wollte ich euch mehr zeigen in einer Folge, außer hier quasi einfach nur durch so ein Labyrinth zu laufen. Aber ich bräuchte mal, glaube ich, Munition. Wenn ich Marilyn Monroe wäre, würde mein Kleid hochwehen. Falls ihr noch wisst, wer das ist. Das ist so eine Olle. Oh ja, genau. Einfach mal so ein Henkel an die Wand. Och nö. Da sind schon wieder welche. Und die Tür geht natürlich nicht auf. Backt die Textur da rum oder was war da los? Da ist einer. Ist auch einer. Ah! Kommt gleich einer. Ja, es backt ein bisschen rum, würde ich sagen. Die Gegner versinken im Boden. Könntest du mal aufhören? Alter, 29 Health. Ich muss jetzt tatsächlich das mal einsammeln, aber hier unten war doch einer im Boden, oder? Kommen wir hier wieder rauf? Nein, natürlich nicht. Wir sind zu fett. Tot. Bloß raus aus dem Wasser. Boah, dieses komische Gebagge immer. Soll das Absicht sein? Also da kommen wir längs. Und hier muss es doch irgendwo noch... Ja, ein bisschen Health. Jetzt sind wir immer noch auf 100%. Kommt man da irgendwie rüber? Ja, hier. Wollt mal da hinten gucken. Da muss doch irgendwo noch... Oder kommen wir da her? Kommen wir her, oder? Können wir nicht drehen. Ja gut, dann folgen wir einfach mal weiter dem Tunnel hier. Wird uns ja wohl irgendwann mal irgendwo hinführen. Oder laufe ich jetzt schon wieder zurück? Ah, hier waren wir noch nicht. Hier ist ein weiterer Laptop, aber der ist kaputt. Zombie? Vor allen Dingen, wir können wählen zwischen Messer und... Ja, Messer hat 0 Kugeln. Ja, genau. Toll. Geh einfach mal hier weiter. Weil hier höre ich Zombies. Toll. Brauch Munition. Es geht ja ewig so weiter. Komme ich hier irgendwie wieder raus aus dem Spiel? Aus dem Spiel im Spiel sozusagen? Muss ich jetzt... Ah! Ja, haha. Ich bin der Sprungweltmeister. Bin hier rübergesprungen, weil ich keinen Bock habe. Okay, da geht's auch. Da hinten geht's noch weiter. Ich bleib lieber hier oben. Da hinten geht's weiter. Geht's hier auch weiter oder ist hier eine Sackgasse? Hier ist ja wieder so ein Raum. Boah, das ist voll so ein Labyrinth. Wer macht denn sowas? Jupp. Wer baut denn bitte so Lampen an, da an die Seite und da oben? Was soll denn das? Gut. War ich hier schon? Laufe ich jetzt im Kreis, ohne es zu merken? Das sieht alles so gleich aus hier. Ich glaube, hier war ich schon. Wir sind im Kreis gelaufen, oder? Aber den Raum hier kannte ich noch nicht. Aber da hinten geht es wahrscheinlich weiter. Hüpp. Ja. Da geht es irgendwie raus. Kann das sein? Boah, Alter, was ist da denn alles? Was liegt denn da alles für Stuff? Jo. Dann mal. Okay. Hey, sind wir durch? Sind wir durch den Quatsch? Haben wir quasi eine Folge damit verschwendet? Nein, es geht weiter. Slowmart. Ich muss die Räder des Vans finden. Halt die Schnauze.